Herzlich willkommen hier aus Berlin. In wenigen Augenblicken geht es hier los mit unserer Versteigerung von Armband- und Taschenuhren bedeutender Marken. Wer setzt sich durch? Man sieht schon an der Größe, die Uhr fällt aus der Zeit. Das klingt schon toll, Megaquarz. Natürlich darf diese berühmte kanalierte Lunette nicht fehlen. Jules, wieder Höchstbieter, Herr Hoffmann. Ja. Das ist eine der schönsten Taschenuhren, die man sich vorstellen kann. Ulf erhöht auf 1.700 Euro, Christian auch, allerdings auf 1.800. 62,63 in diesem Zustand zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Ein Bieter aus Texas will sich die Uhr wegschnappen. Salvador aus Florida bietet 5.000 Euro. 36.000 Euro zum ersten. 36.000 Euro zum zweiten. Verkauft geht an Thomas nach Österreich. Herzlichen Glückwunsch nach Österreich.